Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten. Auch heute waren wir wieder fleißig unterwegs. Das sind die Themen am heutigen Donnerstag. Ohne Verzögerungen durch die Krise. Die Vorbereitungen der Landesgartenschau in Lindau. Radeln für die Umwelt. Einweihung der Fahrradservicestation am Immenstädter Gymnasium. Und Corona und fast kein anderes Thema. Journalist Uli Hagemeyer im Gespräch im Dönerstalk. Und das Allgäu-Wetter, anfangs sonnig, später stark bewölkt mit örtlich Regen. Von Mai bis September kommendes Jahr soll die Stadt Lindau der Hotspot für Garteninteressierte sein. Denn Lindau ist Gastgeber der Bayerischen Landesgartenschau. Und das nutzt die Stadt direkt, um die hintere Insel in Lindau städtebaulich weiterzuentwickeln. Der ehemalige Seeparkplatz weicht einem neuen Bürgerpark und nach der Gartenschau dann sogar neuen Wohnanlagen. Wir haben nachgefragt, wie die Bauarbeiten aktuell laufen. Der ehemalige Seeparkplatz musste bereits weichen. Nun gilt es, den neuen Bürgerpark zu gestalten. Mit der Eröffnung der Gartenschau im Mai 2021 soll der neue Park dann für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Neben dem Bürgerpark sind auf dem Gartenschaugelände auf der hinteren Insel noch 5 weitere Baumaßnahmen geplant. Die Gestaltungsmaßnahmen an der Karlsbastion und dem Schützinger Weg sind bereits abgeschlossen. Die Neugestaltung des Luitpoldparks und des Sina-Kinkeling-Platzes sollen im Herbst 2020 fertig werden. Angrenzend an den neuen Bürgerpark sind aktuell sogenannte Uferstufen in Bau. Claudia Knoll ist Landschaftsarchitektin und übernimmt von Seiten der Gartenschau die Geschäftsführung. Sie arbeitet seit knapp 10 Jahren an der Gestaltung der Gartenschau Lindau. Also nachdem wir in den letzten Wochen wunderbar bauen konnten, also wirklich nicht beeinträchtigt waren, liegt jetzt der Fokus ganz klar auf dem Ausstellungskonzept. Wie binden wir unsere Partner ein? Es macht die Region ja sehr, sehr großzügig mit einem ganz tollen Beitrag. Was gibt es an Veranstaltungen? Was bieten wir den Besuchern am Abend, tagsüber an Musik, an Unterhaltungsprogramm? Was können unsere Gärtner anbieten? Wie bunt, farbig wird diese Gartenschau? Also das ist jetzt das, was uns die nächsten Wochen beschäftigt. Über 2000 Einzelveranstaltungen sollen auf dem 5,3 Hektar großen Gelände im Zeitraum der Landesgartenschau angeboten werden. Meinrad Qual ist Leiter der Stadtgärtnerei Lindau. Seine Vorfreude auf die Gartenschau ist groß, doch für ihn zählen vor allem auch die langfristigen Vorteile der Baumaßnahmen. Also das eine Aktionen, das ist ja die Zeit der Gartenschau und das, was wir hier baulich machen, ist dann für die Zeit auch nach der Gartenschau. Also hier soll Naherholung stattfinden, sitzen, sich treffen in der Stadt, wollen Wein trinken und vor allem den Sonnenuntergang genießen, wie es in anderen Städten am Bodensee auch schon der Fall ist. Und während der Gartenschau soll einfach eine Zeit sein, sich zu freuen, zu besinnen. Die Lindauer treffen sich, es werden grüne Themen bespielt, man redet über neue Stadtformen, wie wollen wir in Zukunft bauen, wie geht Mobilität in Zukunft, was können wir pflanzen beim Klimawandel. Also 1000 Themen, die man einfach auf einer anderen Ebene diskutiert und nicht nur irgendwo hinter verschlossenen Türen. Im Rahmen der Gartenschau soll die hintere Insel zum dauerhaften Gartenstrand umgestaltet werden. Auf den temporären Ausstellungsflächen sollen nach der Gartenschau neue Wohnanlagen in Ergänzung zur Altstadt entstehen. Aktuell liegt man mit den Baumaßnahmen sehr gut im Zeitplan und das auch trotz Corona-Krise. Also bautechnisch hat sie uns komplett verschont. Das war wirklich so, dass unsere ganzen Baufirmen durchgearbeitet haben, bei denen kein einziger Fall aufgetreten ist, dass sie hätten ihre Betriebe zumachen müssen. Und das andere ist, dass wir eigentlich momentan im Jahr sind. Andere Kollegen mussten ja verschieben, müssen ihre Gartenschauen nochmal neu überdenken. Ein ganzes Jahr letztendlich nochmal dranhängen. Und bei uns ist es einfach gut, dass wir 2021 dran sind. Da bin ich schon sehr froh drüber. Die Landesgartenschau in Überlingen musste beispielsweise von diesem aufs kommende Jahr verschoben werden. So finden 2021 gleich 2 Gartenschauen am Bodensee statt. Claudia Knoll arbeitet gerade daran, Auftritte und Kombitickets gemeinsam mit Überlingen zu organisieren. So könne man der gesamten Bodenseeregion etwas Gutes tun. Denn das sei jetzt besonders wichtig, am selben Strang zu ziehen. Mehr dazu sehen Sie ab heute Abend im Landkreismagazin. Und jetzt müssen Sie ganz stark sein, wenn Sie Fan vom Bad Hindelanger Weihnachtsmarkt sind. Der fällt nämlich aus. Und wer hat Schuld?
das Coronavirus natürlich. Und klar, November ist noch eine Weile hin, aber die Veranstalter gehen lieber auf Nummer sicher. Die Gesundheit aller Beteiligten und der Besucher gehe einfach vor. Außerdem sei es risikoärmer, den Markt dieses Jahr ausfallen zu lassen, als alles vorzubereiten und dann doch absagen zu müssen. Die Veranstalter gehen davon aus, dass wohl ein zusätzliches Sicherheitskonzept nötig wäre. Und das wäre mit viel Aufwand verbunden. Auch die Weihnachtsoper Stille Nacht wird erst nächstes Jahr wieder aufgeführt. Im Kurhaus ist wegen der Abstandsregeln nicht genug Platz, damit sich die Aufführung finanziell lohne, heißt es von Seiten der Veranstalter. Da hilft nur eins, auf die Vorfreude setzen, die dieses Mal einfach länger dauert. Mit weiteren Kurznachrichten aus der Region geht es hier gleich weiter. Unkompliziert, schnell, zuverlässig. Von der Broschüre bis zum Großformatdruck lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren. Wir rücken Ihre Werbung ins richtige Licht. Druckerei Wagner in Mindelheim. Irre! Das ist, was die Leute sagen, wenn sie das erste Mal beim Metallmichl sind. Ja, was sagst du? Komm du in den rostigen Garten auf Betzigau. Nur Gesichtsschutzwände und allerlei Rostiges an. Wir freuen uns auf dich. Bis bald, euer Metallmichl. Auf in den Urlaub mit Reisemobile Oberbayern. Ob Kauf oder Miete, wir haben für jeden den richtigen Caravan oder Wohnwagen. Alles drumherum gibt's im großen Zubehörshop und bei Problemen hilft unsere Werkstatt. Reisemobile Oberbayern in Landsberg direkt an der A96. Kauf im Allgäu, das Portal für Händler und Dienstleister im Allgäu. Online suchen, vor Ort kaufen. Finde schnell und einfach die Geschäfte, die genau das haben, was du suchst. Und kauf es direkt in deiner Region. Online suchen, vor Ort kaufen. kauf-im-allgäu.de. Radl Stadel Cube Store Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadel Dickenreishausen. A7 Ausfahrt Memmingen. Bitte stör mich. Und wenn mein Schweigen zu laut wird, dann hör mich. Ich brauche jemanden zum Gedanken umtopfen und Gärten bunt träumen. Zum Handhalten und Armdrücken. Bitte stör mich und bleibe. Vielleicht wird aus Enge dann Weite. Und aus Falltüren Brücken und aus Elefanten wieder Mücken. Komm, um meine Gedankenscheffel zu versenken. Komm und störe. Bitte sei leise, so laut, dass ich mich selbst wieder höre. Radelstadel Cube Store Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Ihre Oase für Körper und Seele im Allgäu. Wir sind spezialisiert auf Permanent-Make-up und Wimpernverlängerung. Ausgezeichnet für höchste Qualitätsstandards. Beauty and Nails in Kempten. Verwöhntermine innerhalb 48 Stunden. Willkommen zu einem spannenden Social-Media-Rennen. Der 16-jährige Tom hat bereits einen großen Vorsprung. Er zockt seit ganzen 6 Stunden online. Dicht gefolgt von der 13 Jahre alten Stella. Sie stellt neue Bestmarken im Gruppenchat auf. Der 10-jährige Florian klickt ein YouTube-Video nach dem anderen an. Doch was ist das? Die 9-jährige Sophia spielt auf dem Tablet und hat Mamas Kreditkarte mit 1 Million Monstermünzen belastet. Bringen Sie Kinder und Jugendliche im Social-Media-Rennen sicher ans Ziel. Nutzen Sie dafür das Angebot des Medienführerscheins Bayern mit kostenlosen Materialien für verschiedene Altersgruppen. Und jetzt ganz neu, die Angebote für daheim, speziell für Eltern, mit vielen bunten und spielerischen Ideen für die Medienerziehung zu Hause. Machen Sie mit, Medienführerschein Bayern, mit Spaß und System zu mehr Medienkompetenz, auch von zu Hause aus. Jetzt Materialien kostenlos besorgen unter www.medienführerschein.bayern. Und jetzt die Kurznachrichten am Donnerstag. Seit mehr als 6 Wochen sucht die Polizei bereits nach der verschwundenen Birgit Meslin. Die 35-jährige Frau lebt in einer Einrichtung in Grünenbach im Landkreis Lindau. Dort wurde sie seit dem 6. April nicht mehr gesehen. Jetzt ermittelt auch die Kriminalpolizei. Das sei nicht automatisch ein Anzeichen auf ein Verbrechen, heißt es vom Polizeipräsidium Schwaben-Südwest.
Es sei üblich, dass nach 6 Wochen die Kripo tätig wird. Ausgeschlossen wird ein Verbrechen aber nicht. Im Fall von Birgit Meslin haben die bisherigen Ermittlungen noch nichts ergeben. Bauernproteste in Sontheim. Die Initiative Landschaft Verbindung hat heute bundesweit zu Protesten aufgerufen, so auch in Sontheim. Anlass ist die Veröffentlichung des Berichtes zur Lage der Natur des Bundesumweltministeriums. In diesem fühlen sich die Landwirte als Alleinschuldige am Artensterben diffamiert. Aus dem Umweltministerium kommt hier nur die Blockade und die Landwirte oder auch die Bevölkerung und die Wähler haben hier vermehrt das Gefühl, dass oben die große Politik einfach gemacht wird, ohne die regionalen Zustände oder auch die regionalen Probleme hier wahrgenommen werden und auch Lösungen ganz einfach ausgeschlagen werden. Also allein unsere Orga-Teamgruppe bietet ja der Politik immer wieder Lösungen an, aber die verpuffen. Wie bereits zuvor schon der Bayerische Bauernverband, fordert auch Landschaft Verbindung den Rücktritt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie habe den Bauern in einem Fernsehinterview die Alleinschuld am Verlust der Artenvielfalt gegeben. Die Stadt Memmingen verzeichnet weiterhin einen Stillstand bei den Corona-Infektionen. Seit inzwischen 12 Tagen hat es dort keinen neuen Fall von Covid-19 gegeben. Auch im Landkreis Unterallgäu gibt es seit mehreren Tagen keine Neuinfektionen mehr. Auch im Landkreis Ostallgäu und im Landkreis Lindau sind die Zahlen stabil. Im Bereich Oberallgäu und Kempten gibt es 3 Corona-Fälle mehr als zu Wochenbeginn. Teststationen werden geschlossen. Im Allgäu werden die Kapazitäten an Corona-Drive-Ins, Infektpraxen und Fieberambulanzen zurückgefahren. Grund ist die rückläufige Zahl an Patienten mit Covid-19-Symptomen. Der Corona-Drive-In in Sonthofen und die Fieberambulanz in der Kemptner Big Box sind geschlossen, können aber bei Bedarf jederzeit reaktiviert werden, falls die Zahl der Infizierten steigen sollte. Die Infektpraxen in Mindelheim und Memmingen bleiben vorerst geöffnet, aber auch dort werden die Öffnungszeiten reduziert. Die Drive-In-Schalter und Fieberambulanzen wurden eingerichtet, um die Hausärzte zu entlasten. Die Polizei in Füssen erwartet zu Pfingsten einen Touristenansturm im Königswinkel. Es wird eine verstärkte Polizeipräsenz geben, um gerade am Wochenende die Einhaltung der Corona-Richtlinien zu kontrollieren, aber auch Verstöße gegen das bayerische Naturschutzgesetz zu unterbinden. Und Achtung, Falschparker, die Polizei legt ein besonderes Augenmerk auf den ruhenden Verkehr. Das heißt, es wird abgeschleppt. Soweit die Kurznachrichten, jetzt noch der Blick aufs Wetter. Heute Nacht zeigt sich der Sternenhimmel fast im gesamten Allgäu. Mit Temperaturen von 5 bis 6 Grad wird es relativ kühl. Am Vormittag wird es teils sonnig, teils bewölkt. Außer im Unterallgäu kommt die Sonne fast überall durch die Wolkendecke durch. Es bleibt trocken, die Temperaturen liegen bei 13 bis 15 Grad. Am Nachmittag wird es dann stark bewölkt. In Teilen des Ostallgäus kann es sogar zu leichten Regenschauern kommen. Die Temperaturen bleiben mild mit höchstens 16 Grad. Wolken und Sonne bestimmen auch das Allgäuer Bergwetter. Regnen soll es aber nicht. Am Gründen wird es 13 Grad warm, am Nebelhorn ist es mit 7 Grad deutlich kühler. Am Samstag gibt es bei leichter Bewölkung sonnige Abschnitte. Es erwarten uns Temperaturen von bis zu 14 Grad. Am Sonntag wird es stark bewölkt, da hat die Sonne kaum eine Chance. Anfang der nächsten Woche wird es dann schon wieder freundlicher und bis zu 19 Grad warm. Statt mit dem Elterntaxi, Bus oder Zug kamen die Schülerinnen und Schüler letztes Jahr fleißig dank eigener Muskelkraft zur Schule. Radeln für die Umwelt. Dabei hat das Immenstädter Gymnasium viel Schweiß in die Aktion Schulradeln gesteckt. Und die Anstrengungen haben sich auch gelohnt. Denn die Schülerinnen und Schüler haben den ersten Platz gemacht. Zu gewinnen gab es auch etwas und davon hat die ganze Schule was.
32.000 Kilometer haben die 348 Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren 27 Lehrern gesammelt. Mit dieser Zahl hat sich das Immenstädter Gymnasium bei der Aktion Schulradeln den ersten Preis erstrampelt. Als Gewinn gab es eine neue Fahrradservicestation, die heute von Landrätin Indra Bayermüller zusammen mit den Schülern und Lehrern eingeweiht wurde. Schulleiter Michael Renner wurde quasi zum Radelstar, also dem Gesicht der Aktion, ernannt. Anfangs wusste er nicht, ob ihm das Radeln liegt. Mittlerweile kommt aber sogar Begeisterung auf. Ja, als Schulleiter hast du eine herausgehobene Position und Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Schüler. Es hat sich dann ein gesunder Battle, sage ich auf Neudeutsch, entwickelt, weil man den Alten da in der Schulleitung schlagen will oder genauso viele Kilometer sammelt. Also, und das finde ich einfach spannend, weil da alle auf einer Ebene unterwegs sind und dann auch unnötige Hierarchien abgebaut werden. Also wenn man sich gemeinsam auch so beim Sport verausgabt und bewährt und beweist, dann auch wenn es jetzt jeder für sich auf dem Rad macht, dann schweißt es einen doch zusammen. Die Aktion wurde vom Landkreis Oberallgäu initiiert. Ziel war es, die Schülerinnen und Schüler mehr zum Radeln zu animieren. Die jungen Leute sollten ihre Wege selbstständig zurücklegen. Die Aktion sollte auf die Problematik der Elterntaxis aufmerksam machen und natürlich auch dem Klimaschutz dienen. Zusätzlich zum Klimaschutz gab es aber noch einen Aspekt, der so nicht erwartet wurde. Dass das für die Identifikation der Schule ganz viel gebracht hat, auch weil man sich als Klasse gemeinsam erlebt hat. Es wurden täglich die Kilometer abgefragt und es war eine gesunde Konkurrenz und ein gesunder Ehrgeiz da. Und es ging nicht über Noten, sondern über Kilometer, mal was anderes. Die Fahrradservicestation soll jetzt eine Unterstützung für die Schüler sein. Dort können sie ab sofort kleine Reparaturen an den Fahrrädern durchführen. Auch für die Zukunft soll es eine Anregung sein, dass die Schülerinnen und Schüler weiterhin mit dem Fahrrad zur Schule kommen oder es vielleicht auch privat mehr nutzen. Und da gibt es auch schon nette Reaktionen, die die Lehrkräfte begeistern. Also ich habe auch gehört, dass Eltern von den Kindern aufgefordert wurden, nicht mehr zu fliegen, sondern mal einen Radurlaub zu machen. Mal Illerradweg oder irgendwas, irgendeinen Fluss entlang runterzufahren. Also das gab es auch und es hat sich, glaube ich, im Denken schon da was getan. Und ob sich das auch weiterhin so bewährt, wird sich beim diesjährigen Schulradeln zeigen. Denn in knapp einem Monat startet die neue Aktion für das Jahr 2020. Diesmal mit etwas mehr Wettbewerb, denn auch die Schulen aus Oberstdorf und Kempten machen mit. Aber diese Konkurrenz dürfte für die Immenstädter Schüler noch mehr Ansporn sein. Das Fahrrad hat ja durch Corona eh einen Boom erlebt. Vielerorts sind bestimmte Modelle ausverkauft oder erst in Wochen lieferbar. Ganz egal, ob Räder für Erwachsene oder für Kinder, klassisch oder E-Bike. Noch ist die Pandemie aber nicht vorbei, hat Angela Merkel betont. Dennoch kann man schon erste Lehren ziehen. Genau das hat die bayerische Regierung gemacht. Das Corona-Update. Bayern müsse jetzt Lehren aus der Krise ziehen, fordern die Freien Wähler. Welche? Darüber wurde heute in der Plenarsitzung debattiert. Obwohl es bei uns in der Krisenbewältigung deutlich besser lief als andernorts, hat diese Krise natürlich wie ein Brennglas verdichtet aufgezeigt, wo es Fehlentwicklungen gab in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt eröffnet die Krise auch eine Chance, nachdem der Patient Bayern am Boden liegt, Einfluss zu nehmen, wenn er wieder aufsteht, die Richtung neu zu justieren, in die er dann läuft. In Wirtschaft und Katastrophenschutz sollte künftig mehr im eigenen Land produziert statt importiert werden, so Mehring. Aber auch im Gesundheitsbereich kann Bayern aus Corona lernen. Diese Krise hat uns als Brennglas gezeigt, für all diejenigen, die es vorher im Alltagsgeschäft nicht bemerkt gehabt hätten, wie wichtig die Pflegeberufe sind. Und jetzt haben wir die Chance, es eben nicht zu belassen bei einem einmaligen Pflegebonus, sondern da wirkliche, substanzielle, nachhaltige Reformen einzuleiten. Was Bayern sonst noch lernen kann, erarbeiten die Freien Wähler in einer Taskforce.
Ab 15. Juni sollen alle Kinder zurück in die Kitas. Das haben die Grünen mit einem Dringlichkeitsantrag heute im Landtag gefordert. Erstmal, Kinder brauchen Kinder. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und Kinder und Familien sind wirklich in den letzten Wochen an die Belastungsgrenze gekommen und meines Erachtens von der Staatsregierung wirklich nicht mit höchster Priorität behandelt worden. Und das ist ein Zustand, das geht so auf Dauer nicht mehr weiter. Und jetzt wurde ja angekündigt von der Sozialministerin, man könnte am 15. Juni, also nach den Pfingstferien, die Notbetreuung nochmal ausweiten auf 80% der Kinder. Aber wenn ich 80% der Kinder in den Einrichtungen habe, dann kann ich gleich für alle aufmachen. Das macht vom Infektionsschutz keinen Unterschied mehr. Die Koalitionsmehrheit will hingegen an einer schrittweisen Öffnung festhalten. Nach den Pfingstferien dürfen demnach 80% aller Kinder wieder in die Kitas. Schüler, die zu Hause keine digitalen Geräte zum Lernen haben, dürfen nicht zurückbleiben. Bund und Länder haben sich auf ein Ausstattungsprogramm geeinigt. Da hat der Bund zusammen mit den Ländern, in Absprache mit den Ländern, ein Programm aufgesetzt. Insgesamt 500 Millionen für Deutschland, das heißt ungefähr 78 Millionen für Bayern, die wir jetzt zur Verfügung haben, um solche Geräte zur Verfügung zu stellen. Wobei man wissen muss, wir hatten schon Geräte, die wir leihweise den Schülern zur Verfügung gestellt haben. Aber mit den jetzigen Mitteln können wir zusätzliche Geräte anschaffen, um bei etwaigem Bedarf wirklich schnell reagieren zu können. Das Geld vom Bund bekommen die Schulaufwandsträger, die dann auch die Geräte verteilen. Sie werden zunächst bis Ende des Schuljahres verliehen. Der Alltag ist anders als vor Corona, egal ob zu Hause oder im Beruf. Bei uns Journalisten hat Corona vor allem inhaltlich einiges verändert. Mehr dazu schauen wir uns gleich an. Bleiben Sie dran. Wir lassen Träume aus Holz wahr werden. Unser Familienbetrieb gewährleistet Planung und Produktion auf höchstem Niveau. Und das schon in der dritten Generation. Träume bauen, Visionen leben. Zimmerei Buhl in Sonthofen-Rieden. Für jeden Anspruch das passende E-Bike. Wir führen Top-Räder ohne Kompromisse. Welches E-Bike passt zu mir? Wir beraten Sie gerne. Immer Rückenwind. Zweirad Lämmle. Bei Allgäu Escape, dem Live-Escape-Game in Memmingen, seid ihr Detektiv für eine Stunde. Vier Räume bieten Spannung und Spaß für Team-Events von Firmen, Familienerlebnisse oder Action mit den Freunden. Rätselt euch raus. Bucht auf allgäu-escape.de. Bitte stör mich. Und wenn mein Schweigen zu laut wird, dann hör mich. Ich brauche jemanden zum Gedanken umtopfen und Gärten bunt träumen. Zum Handhalten und Armdrücken. Bitte stör mich und bleibe. Vielleicht wird aus Enge dann Weite. Und aus Falltüren Brücken und aus Elefanten wieder Mücken. Komm, um meine Gedankenscheffel zu versenken. Komm und störe. Bitte sei leise, so laut, dass ich mich selbst wieder höre. Wir sind Handwerker. Wir suchen nicht nach einem Sinn im Leben. Wir erschaffen ihn. Tag für Tag. Was wir tun, macht uns stolz, geerdet und erfüllt. Wir machen nicht nur ein Handwerk. Das Handwerk macht uns zu dem, was wir sind. Wir wissen, was wir tun. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit. Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Arbeiten in Corona-Zeiten,
Das funktioniert in jeder Branche anders. Beim Friseur anders als am Fließband, als Lehrerin oder Lehrer in einer Schule wieder ganz anders. Und auch Krankenpfleger oder Ärzte müssen ihren Arbeitsalltag umstellen. Die Liste der Berufe ließe sich unendlich erweitern. Denn eins eint alle. Ein Arbeiten, wie wir es gewohnt sind, gibt es nirgendwo. Und auch nicht bei uns. Auch wir haben uns an Neues gewöhnen müssen, vor allem thematisch. Und den Kollegen von der Zeitung geht es ähnlich. In der aktuellen Folge Döners Talk spricht Boris Weltermann mit dem Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung, Ulrich Hagemeyer. In Zeiten von Corona und den damit einhergehenden Einschränkungen ist alles anders. Auch die Berichterstattung von Fernsehen, Radio, Internetmedien und natürlich auch der Zeitung hat sich ordentlich verändert. Das weiß auch Uli Hagemeyer, der Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung. Es geht fast nur noch um die Pandemie. Gibt es sonst keine anderen Themen? Wird vielleicht zu viel über Corona berichtet? Besteht eventuell die Gefahr, dass sich das Thema totläuft, oder brauchen Zuschauer und Leser ihre tägliche Dosis Corona? Das betrifft uns so massiv und es passiert ja im Moment fast jeden Tag etwas Neues. Du hast die Lockerungen eben angesprochen. Das heißt, diese Nachrichtenlage, wie wir es immer nennen, die ändert sich fast jeden Tag. Und wir erleben, dass es, nachdem viele Menschen anfänglich akzeptiert haben, dass es zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen gab, erleben wir ja auch, dass es Widerstand gibt mittlerweile, dass die Menschen kritischer werden und hinterfragen. Und natürlich müssen wir das auch berichten. Mhm, genau, da wollte ich auf jeden Fall auch drauf kommen. Das ist ja die aktuelle Lage. Zuerst, wie gesagt, waren alle sehr kooperativ, sind zu Hause geblieben. Gut, das mit der Maske, muss ich sagen, da habe ich persönlich jetzt das Gefühl gehabt, das ist aber nicht recherchiert, das ist nur meine persönliche Auffassung, dass es mit der Maske erst, als es zur Pflicht wurde, dann auch richtig geklappt hat. Mhm. Aber die Leute machen das. Mhm. Und dann passiert was, wo man auf der einen Seite sagen kann, okay, man darf über sowas, man darf nachfragen, man darf hinterfragen, ob diese ganzen Ausgangsbeschränkungen meinetwegen, ob das gerechtfertigt ist. Aber dann passiert noch etwas, dass es dann sehr massiv in eine Ecke gerät, wo du denkst, jetzt formiert sich sowas wie Widerstand. Also zumindest hört es sich so an oder liest es sich so. Wie siehst du das? Grundsätzlich darf man nicht nur nachfragen, sondern man muss hinterfragen. Und dass jetzt Menschen, die sich in ihren Freiheitsrechten beschränkt sehen, mit kritischen Stimmen sich zu Wort melden, das finde ich sogar gut. Das ist wichtig. Ich sehe jetzt aber keinen massiven Widerstand zum Beispiel gegen eine Maskenpflicht oder so etwas. Ich sehe auch keinen massiven Widerstand gegen die Ausgangsbeschränkungen, die es da gab. Es gab in den vergangenen Tagen und Wochen gab es einige Demonstrationen im Allgäu, aber da sind jetzt nicht Tausende auf die Straße gegangen. Und so eine Demonstration ist immer auch ein Ventil. Uns ist etwas zugemutet worden, was wir vor wenigen Wochen noch für undenkbar gehalten haben. Dass sich jetzt irgendwann mal ein Ventil öffnen muss und dass die Menschen Druck ablassen müssen, ist doch vollkommen klar, ist normal. Mhm. Ist halt nur die Frage, in was für einer Massivität das passiert. Also ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen dann auch darauf aufpassen. Also als Politik natürlich sowieso, aber auch als Presse. Natürlich muss man darauf aufpassen. Und ich glaube, dass Politik, die Menschen, die in den vergangenen Wochen entschieden haben, was man darf und was man nicht darf und wer was darf und wer etwas nicht darf, dass die sehr wohl immer das Ohr auch an den Menschen hatten und dieses Meinungsbild und die Stimmung aufgenommen haben. Genau wie wir Journalisten das auch getan haben. Aber ich habe bislang keinen massiven Widerstand gesehen. Was sich alles im Arbeitsalltag der Zeitung verändert hat, wie Uli Hagemeyer die Demonstrationen bewertet, die fast überall in Deutschland stattfinden, und wie er die Angriffe auf Journalisten einschätzt, das sehen Sie in der neuesten Ausgabe vom Döners Talk. Ab heute können Sie den neuen Döners Talk bei uns anschauen. Zum ersten Mal um 22.30 Uhr. Oder Sie klicken sich durch unsere Mediathek. Dort finden Sie alle Sendungen und Magazine zum nochmal anschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis morgen. Herzlichen Glückwunsch, Allgäu TV, für 20 Jahre Bestehen.
Für uns als Arbeitsagentur ist es besonders wichtig, unsere Kunden, aber natürlich auch die Bevölkerung im Allgäu zu informieren über die regionalen Geschehnisse des Arbeitsmarktes, nicht nur über die bundespolitischen. Und auch für unsere Kunden, die sich manchmal keine Zeitung leisten können, ist es enorm wichtig, sich über arbeitsmarktliche oder auch gesellschaftspolitische Geschehnisse informieren zu können. 20 Jahre Allgäu TV. Wir sind das Allgäu.